Ja. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zielgruppe, die Ehe. Wir alle kennen die Geschichte mit dem Trauertal. Ja, jede zweite Ehe wird viermal geschieden. Was kann man da machen? Frau Pauli hat ja so ihre eigene Vorstellung da mit dem befristeten Arbeitsvertrag. Latex-Gabi mit der Ehe auf Bewährung. Ja, die Idee ist ja eigentlich von Erwin Pelzig und die Idee ist nicht schlecht. Ne? Denn viele Paare wollten zusammen alt werden, aber eben nicht so früh. Sie schworen sich euphorisch, bis das der Tod uns scheidet und jetzt warten die vergebens. Bleiben aber dennoch zusammen, um ein Gespräch zu vermeiden. Ist ja auch nicht schön. Und nach 20 Ehejahren sagt die Nachtigall zu ihrem Mann, na Spatz! So kann man sich irren. Sie merken, früher oder später fragt sich doch jeder, habe ich meinen Partner wirklich selbst geheiratet? Täte eine kleine Scheidung unserer Ehe nicht mal ganz gut, ein bisschen frischer Wind. Denn der Beziehungsalltag ist ja manchmal doch ein bisschen alltäglich. Liebst du mich eigentlich noch? Hä? Liebst du mich eigentlich noch? Na klar. Was denn sonst, Schatz? Hey. Kannst Fragen stellen am frühen Morgen. Weiber. Liebst du mich so sehr, dass du auch für mich sterben würdest? Ja. Dann tu's bitte endlich. Die lachen aber. Das ist doch nicht schön. Mensch. Warum sind wir nicht einfach glücklich? Wäre doch am schönsten. Ist aber schwierig und ich glaube, die Frauen sind schuld. Denn Frauen sind so irrational. Sie kennen Männer doch, trotzdem erwarten sie irgendwas von uns. Das ist nicht sehr vernünftig. Sonst wären Frauen tolle Partner. Frauen haben ja enorme Vorteile. Nicht nur optisch und intellektuell. Auch so, Frauen schnarchen nie. Es lohnt sich auch nicht, weil Männer nicht zuhören können. Das ist völlig richtig, aber es wirkt ignoriert. Warum werden wir ständig was gefragt? Was soll ich bloß anziehen? Das ist eine Frage, die einen Mann tief bewegt. Was machst du? Na, ignorieren, das geht nicht. Also bricht sich so eine Verzweiflung Bahn. Was soll ich bloß anziehen? Musst du irgendwie erlösen. Was machst du da? Sag nie irgendwas, Liebling. Du siehst in allem hinreißend aus. Da fühlen sich Frauen verarscht. Zu Recht, ist ja auch gelogen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Hauptsache, wir können los. Wir können den Tisch direkt abstellen, das wird nichts mehr. Also, liebe Jungs, tut euch einen Gefallen. Gebt euch Mühe, gebt präzise Anweisungen. Ne? Grüner String, glaube ich, ja, rote Socken und ein Norwegerpulli. Marsch! Aber werdet dabei nie ironisch. Ironie, das mögen Frauen überhaupt nicht. Wenn sie es merken. Also, dass du ja so einen frauenfeindlichen Humor abziehen darfst im Fernsehen, das ist doch nicht gerecht. Ja, gut. Jutta, was ist schon gerecht? Neue PISA-Studie beweist, der Turm ist gerade, die Welt ist schief. Was ist gerecht? Nehmen wir mal Brad Pitt, die Sau. Ist mein Jahrgang, ist das gerecht? Oder nehmen wir Bill Gates, ne? Der ist, glaube ich, 2 Jahre älter als ich, hat aber doch ein bisschen mehr auf dem Sparbuch. Ne? Ich muss sagen, ich habe Angst vor Banken. Wenn ich zur Bank gehe, habe ich immer das Gefühl, mein Geld zu stehlen. Ja, die rücken das immer so ungern raus. Ne? Ja, Reis, das kann man nicht machen. Das ist ja ein Fonds, das ist ein Fonds. Das ist ja eingedickt, das Geld. Das kriegen wir nicht raus. Ja, aber es ist doch mein Fonds. Enfant terrible. Aber, den haben Sie mir doch empfohlen. Ja, ist ja mein Job, mein Gern. Ja gut, dann nehmen wir halt das Geld. Ist ja fest. Klebriges, klumpiges, festes Geld. Kann dem besten Banker passieren. Ja, ist ein anderer Aggregatzustand, ist ja nicht flüssig. Was wollen Sie um Himmels Willen mit Festen, wenn Sie flüssig bleiben wollen? Sagen Sie doch was. Aber es ist doch schon noch mein Geld.
Haben mich ja abgegeben, erinnern sich nicht. Schon behalten, hat sich kein Mensch gezwungen. Geld ist nicht abkömmlich, ich auf Arbeit. Ihr Geld ist weg. Wie weg? Wald. In einem unbekannten Wald. Ihr Kapital ist geflüchtet. Ohne mich? Ist undankbar. Da brauche ich sofort einen Kredit. Ja, wie denn ohne Sicherheit? Aber gut. Ist ja nur Geld, Kinder. Ah, also. Es gibt da. Doch, wichtig ist auf Erden, was habe ich jetzt gelesen vor ein paar Wochen hier? Saudischer Prinz wartet seit Monaten auf Organspende. Jetzt bekommt er das Herz seiner Tochter. Geld ist nicht alles im Leben. Familie ist manchmal auch ganz hilfreich, wenn man sie ausschlachtet. Ne? Aber liebe Singles, keine Sorge, China kommt einsamen Herzen jetzt zu Hilfe. Die Todesurteile in China werden jetzt auf Bestellung vollstreckt. Die Organe fangfrisch geerntet. Nun, wenn der Chinese alles aus sich rausholt, ist auch der deutsche Rentner bald mehr Chinese als Original. Dann wäre Peking in der Pflicht, was die Renten angeht. Wir wären das mit Schneider. Ne? Die Peking-Rente. Das ist Globalisierung. Schönen Abend. Danke und tschüss.